Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Chefkoch. Genau. Ja, wir haben ein bisschen mehr Geld bekommen. Das heißt, ich würde jetzt gerne mal folgende Theorie testen. Mehr Kosten durch mehr Möbel, Fragezeichen. Also weil mehr gewischt werden muss, ob dann die Kosten steigen. Deswegen setzen wir einfach mal weitere Tische hier rein. Jetzt haben wir natürlich mehr Auswahl bekommen, aber ich glaube, wir sollten bei dem Standardzeug bleiben. Das macht nämlich auch wirklich keinen Unterschied. Nur aus irgendeinem Grund. Ach so, rum. Kostet 150. Dann haben wir die Bahn mal voll. So, und dann, was wir noch gucken könnten, wäre... Lower Class mag nicht modern. Aber eigentlich sind alle halbwegs zufrieden. Sollten wir lieber lassen. Oder kann man zu viel oder zu wenig? Ich weiß es nicht. Können wir irgendeine elegante Dekoration hier reinknallen? Modern. Elegante Uhr. So. Bringt ja vielleicht was. Man weiß es nicht. So. Immer direkt reinvest, reinvest, reinvest. Wir schauen mal auf die Rezepte und Verkäufe von heute und sehen Steak und Potatoes. Das stehen ganz hoch im Kurs. Wenn wir bei gestern schauen, sehen wir 121, 107. Das heißt, hier Steak und Potatoes muss der Preis ein bisschen angehoben werden. Und Tortilla da Patata auch. Also Steak und Potatoes und Tortilla müssen die Preise angehoben werden. Vor allen Dingen, nee, aber nicht bei diesem Billiggericht. Das nehmen wir mal lieber. Wir lassen das mal aussterben. So, wir brauchen auf jeden Fall weitere bessere Zutaten. Dann verbessern wir mal den Basson. Der ist ja in unserem Burger drin. Und was haben wir denn noch häufig gebraucht? Butter werden wir häufig brauchen, ne? So, genau. Und da können wir eigentlich schon mal bei den schlechteren Gerichten, bei Sandwich haben wir, glaube ich, auch Butter drauf, ne? 135. 149. Na guck. Machen wir weiter für 9. Gut. Und dann wird es Zeit, dass wir weitere Kochmützen bekommen. Was könnten wir denn... Pasta, Reis. Wir bräuchten noch so einen Nachtisch, ne? Sollen wir mal so Kuchen? Wir haben mal den Bäckereisimulator gespielt. Im Garderol-Kanal haben wir den Bäckereisimulator gespielt. Wir können mal versuchen, dann eine Pie zu machen. Oder Kekse. Wir arbeiten mal auf eine Pie hin. Na, das soll ja was geben. Ja, und dann haben wir den Versuch, 48 Tische haben wir jetzt erhöht auf 60. Und da würde ich jetzt gleich gerne gucken, ob in den Preisen oder in den Kosten, die wir haben pro Tag, das eine Auswirkung hatte, dass das dadurch jetzt irgendwie, dass das dadurch irgendwie teurer geworden ist. Das scheint übrigens so ein Lieblingstisch zu sein. Wir gehen alle hier hin. Die Köche kommen gut nach. Es ist keiner mehr weggelaufen. Das ist auch ein gutes Zeichen. Unser Allround-Kellner, da können wir noch mal ein bisschen Speed geben. Und bei dem auch. So. Relativ optimal, würde ich sagen. Ich muss sagen, durch das Erweitern des Einzugsbereiches, das hatten wir auch gemacht, ne? Wir hatten ja dafür gesorgt, dass jetzt mehr Leute in den Kreisen, die wir eigentlich bedienen möchten, zu uns kommen. Allerdings hat es nicht unbedingt wirklich zu mehr Leuten geführt. Umso mehr bin ich jetzt gespannt auf die Endabrechnung des heutigen Tages, die wie immer sehr verspätet kommt.
Also als wenn da irgendwie ich das was geändert hätte, wüsste jetzt nicht was. Wenn ich jetzt in Menü reingehe, läuft die Zeit ja auch nicht weiter, ne? Unter welchen Einstellungen könnte das denn eventuell sein? Also Kalender ist es nicht. Das ist eh jetzt, ne? Ihr seht das gleich irgendwo und ich nicht. Das müsste ja, wenn ich hier bei Policies sein oder so. Ich weiß es. Huch. Hallo. Da muss ich einen schönen kleinen Brunnen, ne? Vor dem Häuschen. Oh, guck mal, wie schön. Hier sind die Mitarbeiterautos. Hier sind gigantisch gute Wasserreflexionen. Ja, und die stehen hier rum. Ja, wie waren die Gäste heute? Boah, ich weiß auch nicht. Nein. Das war nicht gut. Hat sie einen guten Tag? Och, ja, ich weiß nicht. Ich musste heute nur Tische putzen. Habe ich überhaupt keine Lust drauf. Nein. Und gefällt es dir nicht zu arbeiten? Nein. Aber der Chef ist cool, ne? Nein. Okay. 4 Uhr. Mehr Einnahmen durch Lebensmittel. Sehr gut. Service ist alles gleich geblieben. Und Policies ist nicht teurer geworden durch mehr Tische. Miete gleich, Personal gleich, mehr Sitzplätze, mehr Geld. Das war jetzt eigentlich so ein bisschen meine Idee. Popularity ist auch ein bisschen angestiegen. Und gestern haben wir Reischef ohne Ende verkauft, zu guten Gewinnen. Und Steak und Potatoes müssten wir eigentlich mehr verkaufen, den Preis anheben. Weil diese ganzen leckeren, selbstgemachten Gerichte müssen wir jetzt nochmal einen Tag laufen lassen, die haben wir ja verändert. Das soll er eventuell rausfinden, wie den Leuten das dann besser zusagt. Ja, und wir sehen. Stock Market Crash. Looks like the stock market crashed. And people are now less willing to spend money. You better take that into account and temporarily adjust your prices. Das Spiel möchte also jetzt von uns, dass wir besser die Preise senken. Da bin ich aber nicht für. Ich wäre eher dafür, dass wir nach der Stock Market Prices Crisis die Preise anheben. So, wir beobachten jetzt mal unser Restaurant. Wir sehen, wir haben jetzt noch ein paar Plätze frei. Außer Zweierplätze. Für ein und zwei Personen sind kaum noch Fische da. Abkassieren dauert wäre immer ein bisschen. Die Köche sind nicht überfordert. Ich glaube schon, dass das was bringen könnte heute. So, wir können sogar noch einen weiteren Einflusspunkt verteilen. Machen wir direkt nochmal hier, wo wir jetzt den einen schon hin hatten. So, dann müssen wir wieder zurück. Na komm! Und die sehen jetzt auch nicht überfordert aus. Im Gegenteil, der steht da rum und wartet gerade. Das sind immer so bestimmte Tageszeiten, ne? Also ich glaube, das war gerade Mittagszeit. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt. So, Doppeltisch. Da könnte man theoretisch auch sehen, ne? Wenn da jetzt Leute rankommen und dann kommt das Vierertisch-Symbol und dann ein Nein, war kein Tisch mehr frei. Da war er ja jung unzufrieden. Hat wahrscheinlich nicht auf den Preis geguckt und dann bezahlt. Ja, und so müssen wir uns jetzt erstmal weitere Kochpunkte und so weiter erarbeiten. Für bessere Zutaten und dann neue Rezepte. Und mein Ziel ist also jetzt einmal als nächstes, dass wir die ganzen Standardgerichte loswerden und von der Karte schmeißen. So, jetzt wird es langsam Abend. Jetzt kommen Leute hier zum abendessigen Ausgang. Da wird die Frau ausgeführt. Erst wird der Hund ausgeführt, dann die Frau. Und wir können jetzt auch Werbung machen. Das lassen wir mal. Ja, eh kein Geld. Personal. Also die Ramona, ne? Der müssen wir irgendwie mal. Wir haben aber schon die ersten Mitarbeiter, die auf absoluter Höchstleistung stehen. Das ist auch gut. 27 von 60 waren gerade drin. Also von der Stock Market Crisis sehe ich nichts. Das kann natürlich Auswirkungen haben auf unsere Bewertungen. Aber wir kriegen jetzt schon ein paar Bewertungen hier, die exzellent sind. So, Cheapsteak-Preis, mir egal. Made us feel at home. Och, wie schön. Ja, wir müssen mal gucken. Also das ist natürlich jetzt die nächste Aufgabe wäre, dass wir
Einflusspunkte in Bereichen setzen, wo wir mehr Leute anziehen, die nicht diese Cheapsteaks sind. Das Restaurant darauf ausrichten ist natürlich schwierig. Gerade weil wir halt ein Großteil der Kunden das ist, aber ich meine, die kommen ja trotzdem rein und bezahlen, ne? Unser Personal ist auch ein bisschen erschöpfter. Das ist für mich immer schon so ein gutes Zeichen, dass wir möglicherweise mehr verkauft haben. Schauen wir uns mal die Statistik an. So, gestern war es noch Reischef und die Steak und Potatoes. Und die Tati Flat ist wieder durch. Chefreis geht ganz gut. Die Gemüsesuppe erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Okay, jetzt ist wieder ein bisschen runtergegangen. Grillfisch ist auch runtergegangen. Sandwich ist runtergegangen. Pasta Chef ist runtergegangen. Stattdessen gehen hier diese ganzen Billigheimer-Rezepte gehen durch die Decke. Das soll natürlich auch nicht sein. Ja, und den Chefkuchen können wir uns auch, glaube ich, verbessern, ne? Da sind wir im Moment bei 98 und 206. Jetzt sind wir schon bei 130. Dann nehme ich mal 9 Euro für so ein Stück Nachtisch. Das ist schon in Ordnung. Ja, wer kennt es nicht? Man geht in ein Restaurant, will ein bisschen Nachtisch haben, ne? Also man hat gerade hier so sich durch das 5-Gänge-Menü gefräst. Und dann kriegt man einfach so für 9 Euro ein Stück Kuchen. Ich finde, das ist angemessen. Ja, das ist angemessen. Gut. Wie sieht es denn aus mit der Personalverteilung? Haben wir da, können wir da vielleicht möglicherweise noch was anpassen? Also hier wäre Bedienung an der Tür und das Essen verteilen. Das sieht aber alles ganz gut aus. Wir haben ja im Wesentlichen auch erstmal die Werte erhöht, dass die Leute nicht so schnell erschöpft werden. Ne? Ein bisschen schneller arbeiten. Gut. Earnings. Fast gleich geblieben, okay. Food. Na, ist etwas runtergegangen, wie gesagt. Die Zutaten sind nochmal günstiger geworden. Miete, wie gesagt, bleibt gleich. Personal auch gleich. Die Policies, das hat nichts geändert. Und wir haben den ersten Tag, wo wir wirklich auch mal 300 Euro Gewinn gemacht haben. Das freut mich. Muss jetzt nicht unbedingt was mit den Tischen zu tun haben, kann es aber. Deswegen überlege ich gerade, ob wir vielleicht ein paar Einzeltische aufstellen. So, weil wir wieder ein bisschen Geld haben. Und wieder Tisch 1 ist schon wieder belegt. Sehr gut. Einfach, weil ich glaube, also ich habe den Eindruck, dass das Verhältnis von Vierertischen zu Zweiertischen immer ungefähr gleich sein muss. Kann das sein? Kann das? Guck mal, Vierertisch, 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 Vierertisch. Noch ein Vierertisch. Vierertisch. So, die folgt jetzt schon, 32. Die Köche kommen nach, ihr seht es oben 5, 6. Wenn wir jetzt noch deutlich mehr haben, dann müssen wir wahrscheinlich einen neuen Koch. Übrigens, dieses Spiel ist so detailliert, dass ihr theoretisch gucken könntet, wie schnell ist die Kochzeit. Und wenn ein Rezept eine relativ lange Kochzeit hat, solltet ihr das natürlich auch teurer machen. Ne? Wir sind ja hier nicht im Sozialismus. Ja, ein bisschen Geld verdienen. So, haben wir ja ein Fest. Was haben wir denn? Ostern! Viel mehr Familien! Das heißt also, meine Überlegung gerade, ne, mit den Einzeltischen können wir gar nicht prüfen, weil ich denke mal, wenn Familien kommen, dann brauchen die immer einen Vierertisch. Da gehe ich mal von aus. Ja, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge verbessern wir unser Kuchen und dann machen wir noch einen zweiten Kuchen oder so, einen Schokoladenkuchen vielleicht. Da müssen wir vielleicht mal gucken, welche Zutaten wir in dem anderen Kuchen schon haben, die wir dann nochmal aufbessern können, ob wir da vielleicht ein anderes Rezept kriegen. Das wäre ja... ein Pie. Ja, wir arbeiten uns langsam vor. So, ja, es war ein Zweiertisch. Von der Auslastung her habe ich das Gefühl, heute sind mehr Leute da.
Aber was wir auch gerade sehen, was sehr, sehr gut läuft, ist, die Bedingungen sind alle gut zufrieden. Die sind alle happy. Gut, also in der nächsten Folge. Zusammenfassung des heutigen Tages. Plus, wir backen einen neuen Kuchen. Also, bis dahin. Macht's gut. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Spiel gefällt, lasst gerne einen Daumen da. Ich lese immer alle Kommentare. Empfehlt den Kanal weiter. Damit helft ihr mir wirklich. Und ich finde es super, dass ihr das macht und dieser Kanal wächst und gedeiht. Das finde ich super. Im Moment habe ich sehr viele andere Sachen um die Ohren, aber ich freue mich trotzdem, hört es vielleicht auch meine Stimme, ich freue mich trotzdem für euch aufzunehmen und in der nächsten Folge geht es weiter. Auch mit neuen Zutaten sehe ich gerade und einem neuen Stadtbezirk. Macht's gut. Tschüss.